Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Deponia, diesem ja etwas länger dauernden Spiel. So, das ist die Frage, wie bringen wir das hier zum Laufen? Können wir denn mit dem hier irgendwie was machen? Und es hält. Ha, ich meine, natürlich hält es. Kinderspiel für einen Profi. Können wir fahren? Dann wollen wir mal. Es wäre so geil, wenn... Ja, wir können fahren. Asthma. Ein cooles, explodierendes Asthma-Kätzchen. Ja, dann würde ich losfahren. Ab geht's. Ab geht's. Ein Hit. Oh. Alter, ist so durch. Was für eine Fahrt. Wo ich wohl gelandet bin. Hey, ja, das ist die andere Sache. Das sieht hier genauso aus wie der Startpunkt. Nur, dass ich in die andere Richtung gucke. Sie müssen die Strecke symmetrisch angeordnet haben. Oder aber, ich bin im Kreis gefahren. Was? Oh, scheiße, haben wir... Ach, krass. Wusste, dass das passiert. Hier sind wir jetzt. Wo ist der Tunnel? Ach, geil. Warte, jetzt können wir aber auch den Hebel mitnehmen. Können wir den Hebel nicht mitnehmen? Signallampe. Machen wir die Signallampe einfach mal auf rot. So, dann gehen wir hier nochmal rein. Was können wir dann hier so alles machen? Hier hätten wir das hier, einen Knopf. Da steht, ich habe noch nicht genug Schrott geladen, um die Weichen zu verstellen. Okay. So wild. Ohne Goal kann ich hier eh nicht weg. Okay, das heißt, wir müssen... noch ein bisschen Schrott laden. Aber die Frage ist natürlich, wo kriegen wir denn den Schrott her? Hier ist ein Lappen. Ist eh voller Lappen. hier ist ein Schlüssel. Können wir vielleicht... Der Gleisarbeiter wollte offenbar nie wieder einen Fuß hier reinsetzen. Tja, da hätte er sich höher hängen müssen. So. Können wir denn hier irgendwie was mit der Kontrolltafel machen? Da kommen wir aber nicht drüber, ne? Nein. Was ist denn da oben, die Anzeige? Da steht, ich habe... Halb so viel ohne Boot. Können wir hier sonst noch irgendwas machen? Nein. Okay, dann gehen wir mal wieder zurück. Können wir denn hier noch irgendwas machen? Hier ist ein Knopf. Oha, es ist tatsächlich ein Geheimgang. Wohin der wohl führt? Ganz groß. So. Jetzt die Frage, wie kriegen wir den Knopf ab? Müssten wir dazu vielleicht irgendwie die Signallampe austauschen oder so? Du, geh doch hoch, Mann. Hier ist es hell genug. Ich kann alles sehen. Hebel, Rangierhaus, großer, ruhig atmender Schatten im Tunnel. Alles. Können wir dann mit der Signallampe irgendwas machen? Alle Signale stehen auf Stopp, als könnte mich das aufhalten. Alle Signale stehen auf Stopp. Sonst können wir hier nichts mehr machen, ne? Nein. Dann gehen wir nochmal rein. Ein schmutziger Spiegel. Können wir mit dem Spiegel irgendwie was machen? Lalalala. Skelettbein, Lappen. Das hier ist verdeckt, das heißt, wir müssten hier mit dem Knopf irgendwas machen, aber wir haben nicht genug Schrott geladen. Okay. Ja. Nicht nochmal drauf drücken, Mann. Das aber Gold. Losfahren. Yippie! Ja, schon wieder der Hebel. Da war ein Item. Okay. Das heißt, wir müssen zuerst die Weichen irgendwie verstellen, dass wir hier irgendwie was machen können. Die Frage ist aber wie. Was ist? Huch. Und wieder Wolle gerade nach oben gedrückt. So, hier haben wir das Minebike. Wir müssten hier doch irgendwie Schrott laden können, oder? Minebike, Knopf, Anzeige, Tunnelgasse, Schlüsselkasten, Kontrolltafel. Hebel, Weichenstellkasten, Schrotthaufen, Viadukt. Signallampe nach unten zur Schaltzentrale, Hebel. Können wir den Hebel vielleicht irgendwie
An Umkehr ist nicht zu... Mit dem Spiel vielleicht? Halt, was mache ich denn? Kämpfen mit dem Spiel? Na, wer ist der Schönste im ganzen Land? Ich sollte ihn lieber irgendwo aufhängen, wo mehr Licht ist. Wo mehr Licht ist. Das war ja da in der einen Gasse. Aber... jetzt funktioniert ja immerhin das Minecart wieder. Gut, hoch kommen wir ja so oder so. Aber, den Lappen... was können wir jetzt mit dem Lappen machen? Vielleicht mit dem Lappen den Spiegel sauber. Dieser trockene Lappen verteilt den Dreck nur. Er muss kaputt sein. Hä? Hä? An Umkehr ist nicht... Scherben, aber ich brauche kein Glück. Warte, warte mal, hä? Dieser trockene Lappen verteilt den Dreck nur. Er muss kaputt sein. Wer muss kaputt sein? Der Lappen oder der Spiegel? Hä? Ich sitze gerade auf dem Schlauch. So. Da oben ist ein Schlüssel. Kommen wir vielleicht mit dem Bein irgendwie an den Schlüssel? Habe ich gerade den Bein gesagt? Ich meine natürlich das Bein. Zu natürlich hoch, nicht. Aber egal. Über Kopf zu arbeiten ist eh ungesund. Schnaps. Man sollte nie betrunken wegen des Tunnelblicks. So, dann... andererseits gibt es ja hier auch viele Tunnel. Ja, ne? Da teilen sie den Buchstaben. Ein S, ein T, ein F, ein F, ein... R? So. Einen Schluck, hab ich gesagt. Nicht die ganze Flasche. Bla bla bla. Hab ich erzählt, dass ich Herpes habe? Was zum... was fällt dir dann ein, aus meiner Flasche zu trinken? Ich bin Arzt. Unter anderem. Ich kann mir keine entstellenden Infektionskrankheiten leisten. Wer würde sich dann noch von mir einer Gehirnoperation unterziehen lassen? Tja, wer? Wisch sofort den Flaschenhals ab. Aber gründlich. Okidoki. Sauber. Jetzt habe ich einen Lappen mit Alkohol. Einen Lappen mit Alkohol. Hallo. Kommst du öfter hierher? Ein polierter Spiegel. Wo können wir den Spiegel denn jetzt aufhängen? Es liegt an der Dunkelheit. Sie verzerrt die Schallwellen. Bei Licht hat mein Sonar immer 1A funktioniert. Ja, ja, das ist das wirklich, ja. So. Shit. Jetzt haben wir... ein polierter Spiegel. Aber was können wir jetzt mit dem polierten Spiegel? Ich komme echt nicht drauf gerade. Nach oben. So. Hier ist aber auch nichts, ne? Was wir mit dem Spiegel irgendwie machen könnten. Ich will mir hier doch kein Bad. Ich bin nur. Nein. Mit der Kontrolle. Ich will mir hier doch kein Badezimmer einrichten. Ich bin nur auf der Durchreise. Wie kommen wir denn zur Kontrolle? Muss ich die kapieren? Yep, alles klar. Nudelrezepte zu lesen ist kein Problem für mich. So. Jetzt ist die Frage, wo sind wir? Sind wir... Ich glaube, es gibt noch ein schönes Rätsel. So ganz leicht. Ja. Können wir vielleicht... ich halte nichts von Rückspiegeln. Mein Blick ist immer nach vorne gerichtet. Egal, wie laut sie rufen. Ja, das ist aber... ja. Alter, Deponia. Oh Mann. Und wenn ich daran denke, dass es noch Chaos an Deponia und Goodbye Deponia gibt, die ich noch aufnehmen will, unbedingt, wird das noch ein lustiges. Ach ja, schön. Ich muss mich hier gerade mal kurz umsetzen, weil sonst lungen wir hier auf dem Stuhl rum. Und ja, das sage ich ja keinem, weil es unhöflich ist. So. Was können wir eigentlich mit dem Trichter? Können wir mit dem Trichter irgendwas machen?